Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Rome 2 Online Battles. Das ist richtig. Tut mir leid, kein Let's Play, aber Rome 2 Online Battles mit den Spartanern gegen die Makedonen. Yeah, Leute, das ist doch geil. Spartaner haben wir ewig nicht mehr gesehen und das wurde auch mal wieder Zeit, denn das ist so eine Nation, die von den letzten Patches echt nicht profitiert hat. Aber das weiß man eigentlich schon, weil mittlerweile Schwerkämpfer sowieso nicht mehr so gut sind wie früher. Was ich mit dabei habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe 5-mal spartanische Obliten mit dabei, 2-mal Helden Spartas an meiner rechten Seite der Linie, 4-mal Gorgos Plänklerinnen, dann 4-mal spartanische Jugendliche an jeder Flanke 2 Stück, 2-mal Bürgerkavallerie an jeder Flanke 1-mal, 2-mal periodische Obliten als Reserve Level 3 und mein General als königlicher Spartaner. Mein Ziel war es, über die Flanken zu kommen und dadurch auszuschalten. Wir sehen es ja auch schon, meine Kavallerie geht ja direkt vorwärts, um dann frontal ihm das Leben zur Hölle zu machen. Quasi zeitgleich. Was er aber mit dabei hat, sind 3-mal Steinschilderer, 5-mal Herbandpikeniere, 3-mal kritische Söldnerbogenschützen, 5-mal Thurios-Speere, 1-mal Schildträger, 2-mal thessalische Kavallerie, 1-mal hier, 1-mal hier und 1-mal Aspicitarenreiter hier drüben. Gut. Wir sehen es gleich, mit meiner Kaff merke ich das überhaupt gar nicht. Und da ich, dass er diese extrem riskante Armee für mich gewählt hat, da Pikeniere für Spartaner generell sehr gefährlich sind, da ich nur Obliten habe, wurde es natürlich eng. Ich muss jetzt versuchen, um die Flanke zu kommen. Merke auch gleich gar nicht, dass hier seine Kaff ist. Wir sehen es ja jetzt hier. Was echt bitter ist für mich. Selbes Spiel, mich auch gleich hier drüben. Besser gesagt, ich wollte da scouten, weil ich mir das vermutet habe, nachdem ich das hier drüben gesehen habe. Und habe dann meine spartanischen Jugendlichen hinterhergeschickt, damit die da sich möglichst schnell um die Kavallerie kümmern sollen. Hatte ich echt vermutet gehabt, dass da noch was drin ist und das wollte ich halt möglichst umgehen und es schon präventiv ausschalten. Die Thessalen haben jetzt natürlich nicht einen Hammer-Charge gesetzt, aber die haben halt trotzdem eine gute Position, um meine Bürgerkraft auszuschalten. Jetzt kommen natürlich noch meine Einheiten hier zur Unterstützung dazu, meine Speerträger gleich. Ich merke das erst relativ spät, das hat mich ziemlich geärgert. Selbes Spiel auch hier drüben, wir sehen es jetzt hier gerade. Die Aspicitarenreiterei kommt raus, charge mich jetzt hier gerade direkt und zack, ist in der Bürgerkraft drin, was nicht so schön ist. Jetzt kommen hier meine Speerkämpfer dazu. Erst, das braucht noch ein bisschen. Da habe ich auch nicht so ganz gerechnet, dass da schon so früh was drin ist. Aber naja. Hier stecke ich jetzt ordentlich ein. Wir sehen es ja. Ich habe schon 14 Mann verloren, während er gerade mal nur 4 Mann verloren. Was echt gar nichts. Jetzt sogar 6 schon. Cool. Jetzt kommen auch die Speerkämpfer dazu. Da ich das A-Frontal seiner Piken aufgestellt habe, habe ich mir gedacht, okay, Leute, das gönne ich mir nicht. Ich laufe jetzt hier direkt an außen vorbei und gehe dann in die Flanke, ist um die Flanke herum quasi. Da ich das R keine Kraft mehr zur Verfügung hatte, in der guten Hoffnung, war da auch nur wenig Sorge. Wir sehen hier, mein Bürgerkaff rennt jetzt hinterher. Seine Thessalen haben mittlerweile jetzt auch wieder einstecken müssen. Da hat sich das gerade so gedreht gehabt. Und hier drüben kommen die Aspicitarenreiteristen noch meine Speerkämpfer dazu. Und die sollten hier umlaufen, um von hinten nochmal reinzukommen. Naja, meine Plänkler gewinnen gerade gegen seine Steinschütterer. Da ich das eher Fokusfeuer auf den Trupp hier gemacht hat. Und die sich auch im Wald noch befinden, da ich mache weniger Verluste an der Stelle. Und ich auch schnelles Nachladen habe und schnell eingesetzt habe, macht er natürlich hier auch viel mehr Verluste als ich. Ich gehe hier wirklich sehr offensiv vor. Er positioniert jetzt seine Piken um, was der größte Fehler ist, den er machen konnte. Denn jetzt kann ich auch frontal reingehen, ohne große Sorge, dass er mich da wirklich angreift. Und bin natürlich auch sofort drauf losgegangen. Ich wollte mir das nicht gönnen, dass er mich da jetzt ausschaltet irgendwie. Meine Helden Spartas stehen hier auch schon bereit. Die sollten hier auf der Flanke das Ding eigentlich rocken. Meine spartanischen Jugendlichen kommen auch zur Station noch dazu. Die Kavallerie von ihm wird hier noch weiter gejagt hier. Ich darf nicht die Aspicitarenreiterei fliegen lassen, wenn ich so schnell mal habe. Ähnliches Spiel wollte ich eigentlich auch mit den Thessalen machen, da habe ich aber nicht ganz rechtzeitig darauf reagiert. Hier drüben wird der Trupp jetzt natürlich ziemlich ordentlich beschossen und dadurch macht er natürlich starke Verluste. Was nicht gerade sehr schön ist, wir sehen es ja hier. Ein Trupp Bogenschützen und zwei Thurios-Speere, die draufschmeißen. Und die Plänkler, die hinten, nee, die machen es nicht. Aber wir sehen schon, er hat die wirklich stark einstecken müssen. Es sind schon viele gestorben hier. Was nicht gerade sehr gut für mich ist. Quasi ein Trupp verloren, bevor es überhaupt richtig losging. Das ist überhaupt nicht schön für die Statistik. Aber naja, meine spartanischen Helden, also Helden Spartas, gehen jetzt hier drüben weiter offensiv vor. Und sollen hier den Kampf eigentlich rocken gegen die Thurios-Speere. Jetzt gehe ich aber nach hier drüben, beginne den Kampf dann hier. Hier kommen nochmal Herbandpikeniere mit dazu. Und wir sehen es auch hier. Und da kommt mal schön Feuer in den Rücken rein. Nicht gerade sehr schön. Also ich konnte mich immer nicht so ganz entscheiden, weil ich nicht wusste, wo ich hin will. Wegen Thurios-Speeren hier drüben zum Beispiel war es eine ganz schöne Gefahr. Und hier drüben in den Pikenieren natürlich auch, aber die kommen natürlich nicht so schnell hinterher. Meine Jugendlichen sind auch noch bereit, sollten sich die Kaff schnappen. Hier drüben geht es jetzt auch weiter, da ich seine Pikeniere hier weitestgehend beschäftigt sind. Konnte ich meine Speerkämpfe weiter abziehen. Meine Kavallerie habe ich hier einfach in seine Fernkämpfe reingejagt. In der Hoffnung, dort möglichst viele mitzunehmen. Wir sehen es ja auch, der Trupp macht jetzt hier nochmal ordentlich Kills gleich. Natürlich hier schön rein, zack. Und die Bogenschützen mussten ja auch weg. Das war ja so einer der Ziele von mir dabei. Gut ist auch, dass ich das gemacht habe, denn da waren die wirklich erstmal keine Gefahr. Die Spartaner kamen hier noch dazu, haben somit die Kavallerie ferngehalten von mir
Was auch super ist. Die Bürgerkraft hat jetzt schon 86 Kills. Also die hat wirklich ordentlich abgeräumt. Hier drüben kommen meine Hopliten noch mit dazu. Hier genauso. Also der ist jetzt komplett umzingelt. Hier hinten, meine Kaff hat sich auch wieder gesammelt, nachdem die geflohen ist vor seinen Aspice-Tarien-Reiteristen. Jetzt hier hinten gerade sind. Und mein General ist jetzt hier auch noch mit dabei. Also insgesamt ist jede Einheit von ihm beschäftigt. Seine Fernkämpfer sind natürlich jetzt schon ausgeschaltet. Meine Plekler machen jetzt großen Schaden. Gehen jetzt hier auch gleich auf diese Pikeniere rauf, um die noch auszuschalten. Dass die keine Gefahr mehr sind. Hier drüben meine Jugendlichen verrecken, also schlachten gerade sein Hermann picken ab. Aber wir sehen, der Kampf braucht natürlich ewig. Und deswegen spule ich jetzt auch mal vor. Denn das ist echt krass. Das ist wirklich krass, wie das, was hier abgeht. Denn, Speerer gegen Speere sind generell kein Manöver, was wirklich schnell ist. Jetzt kommen wir mal zu einem schönen Moment. Hier drüben sind Aspice-Tarien-Reiteristen. Nein, ich will dort nicht in die Bürgerkaff rein. Ich will hier rein. Wir sehen jetzt auch, er geht jetzt hier in den Charge rein, schnappt sich meine Plänkler. Ich drehe noch ab, da hinten kommen Spartaner, die sich wieder gesammelt haben. Und schieße jetzt hier Fokusfeuer auf seine Kavalleristen, in Hoffnung, dass ich da noch möglichst viele Kills mache. Bevor der hier noch den Rest meiner Fernkämpfer quasi aufreiben kann. Wir sehen auch, meine spartanischen Frauen hier, also meine Gorgus-Plänklerin, leiden natürlich ordentlich Verlust hier. Ist auch klar, aber die Aspicetarien-Reiterei wird natürlich hier auch ordentlich vertrieben. Jetzt kommen die Speerkämpfer hier drüben auch noch mit dazu, die hier den Kampf unterstützen können. Und nochmal ordentlich reinhauen gegen Kaff, in der Hoffnung, dass da wirklich noch was reißt. Und von daher eigentlich nur wenig Sorge. Hier drüben ist auch ein Geistmanöver. Ich bin im Rücken seiner Herbarn pieken, er ist im Rücken meiner Helden Spartas. Und ich bin wieder im Rücken seiner Herbarn pieken. Jetzt kommt aber seine Thessalen dazu, die wieder im Rücken meiner spartanischen Jugendlichen sind. Was auch lustig ist. Also, im Endeffekt, ihr seht, der Kampf braucht ewig, da Speerkämpfer immer ein Weilchen brauchen. Die brauchen wirklich immer ein Weilchen. So, spul mal wieder vor. Das braucht sonst nur ewig hier. Naja, wir sehen auf jeden Fall, dass ich jetzt versuche, hier drüben zu unterstützen mit den Fernkämpfern. Ich wollte die Thessalen ausschalten, die sollten hier keine Gefahr mehr werden. Meine spartanischen Jugendlichen erleiden hier starke Verluste, aber lustigerweise halten die sogar durch. Jetzt kommen wir wieder zum schönen Manöver. Er kommt jetzt hier gerade drauf mit seiner Kavallerie, möchte mich jetzt hier angreifen, möchte reinchargen. Und meine Plänkler hauen natürlich rauf hier. Wir sehen ja, die Kavallerie wurde hier einfach zerschossen. Jetzt kommt ein Kavallerist gleich rein. Wir sehen es hier, der hier gerade frontal. Verreckt jetzt auch noch, also im Endeffekt hat er keinen einzigen Mann von mir gekillt hier. Und der ganze Trupp ist gestorben. Das ist auch eine geile Sache gewesen, muss ich ehrlich sagen. Hier hinten, meine Jugendlichen leben immer noch dafür. Und sind jetzt hier gerade mit den Hermannpiken beschäftigt. Mein Helden Spartas ziehe ich ab, um hier drüben den Kampf zu unterstützen gegen die Schildträger. Bei meinen spartanischen Jugendlichen natürlich gar keine Chance gegen die. Überhaupt schon gut, dass die 10 Kills gemacht hatten. Aber naja, meine Bürgerkaffe drüben kämpft auch nochmal gegen die kritischen Sonderbogenschützen. In der Hoffnung, dass die mal gleich gecatcht worden sind. Meine spartanischen Hobliten jetzt hier nochmal ordentlich Kills machen können bei denen. Irgendwie mogeln die sich aber durch und naja, egal, ein paar Kills machen sie trotzdem noch. Meine spartanischen Jugendlichen ziehe ich hier auch nochmal gleich mit dazu, denn die sollten da schön breit gefächert hier die Bogenschütze sich nochmal schnappen. Naja, alles in allem, seht ihr, es ist eigentlich schon fast eine entschiedene Sache, weil ich wirklich auf alles, was er tun kann, immer wieder kontern kann. Er versucht hier jetzt immer nochmal ein bisschen weh zu tun, schafft es nochmal den Trupp Bogenschütze, also Hopliten hier drüben auszuschalten. Jetzt kommen meine Plänklerinnen hier dazu und schießen einfach nochmal schön Feuer auf seine kritischen Sonderbogenschützen rauf. Also von daher ist das dann auch Geschichte. Hier drüben die Pikeniere jagen jetzt gleich meine spartanischen Jugendlichen, die hingegen seine Bogenschützen jagen. Die Spartaner ziehe ich zurück. Genauso wie die hier, die jetzt hier im Kampf unterstützen sollen gegen den Rest. Also wir sehen, wie gesagt, Kampf von Hobliten dauert immer lange. Das kann immer ziemlich lange dauern. Das war eine sehr lange Schlacht dafür, dass ich wirklich ziemlich schnell eine ziemlich überlegene Position hatte. Also unterschätzen sollte man sowas nicht mit den Spartanern, das kann ein Weilchen dauern. Die Jugendlichen würden hier drüben nicht gecatcht vor den Herbampik, was ich ganz lustig finde. Schnappen sich dafür aber gleich die spartanischen, also nicht spartanischen, die kritischen Söldnerbogenschützen, was auch wieder lustig ist. Da ich das jetzt immer hier gefeuert haben, natürlich, bringt es natürlich nichts mehr, er kommt da nicht mehr weg. Hier sehen wir jetzt auch, er ist gerade ein Trupp von mir zwar geflohen, mein General lebt hier aber noch, steht jetzt einfach nur rum, die Plänkler sind jetzt hier gleich fertig mit den Bogenschützen, gehen jetzt hier dazu und feuern einfach mal in den Rücken der Herbampiken rein. Also, alles in allem wirklich doch schon ziemlich entschieden. Hier drüben kommen noch spartanische Obliten mit dazu, die jetzt hier gleich im Kampf unterstützen können, genauso wie diese hier. Also, es ist schon krass. Boah, der hat auch schon seine 195 Kills gemacht. Der Trupp hier ist auch schon wieder bitter. Ist echt bitter, was hier teilweise passiert. Aber gut, da sehen wir jetzt hier drüben die Jugendlichen catchen jetzt auch gleich die Bogenschützen. Die Pikeniere kommen nicht hinterher, ziehen ab. Also im Endeffekt, die Schlacht ist entschieden. Das ist ein Fakt. Die Schlacht ist entschieden. Jetzt fangen auch an, die Toreros-Speere hier zu wanken. Hier drüben die Pikeniere sind auch gleich weg. Meine Gorgos-Plänklerin chargen noch rein, versuchen da noch mit zu unterstützen dabei. Sehen wir es auch, zack, weg sind sie. Jetzt kommt mein königlicher Spartaner hier noch mit dazu und sollte hier drüben helfen ein bisschen. Erstmal hier hinten, bis dass sie fliehen, aber die fliehen schon vorher. Deswegen dachte ich, cool, geil.
Muss ich mich nicht drum kümmern. Und meine Einheiten kommen jetzt hier dazu, um hier drüben weiter zu helfen. Jetzt kommen mal Pikiniere dazu, die hier reingehen wollten, um mir im Rücken quasi wieder zu landen. Ich schicke meinen General in die Richtung, dass er ihn hier drüben quasi abfangen kann. Meine Jugendlichen sind da hinten auch gleich fertig mit den Bogenschützen. Die verrecken mich hier gerade jämmerlich. Und der Kampf ist jetzt eigentlich schon vorbei. Wie auch schon vor so 5 Minuten ungefähr. Also er ist schon entschieden gewesen, jetzt ist aber auch vorbei. Wir sehen die Toreos-Speere fliehen, die Schildträger fliehen und jetzt ist die Schlacht endgültig vorbei. Und wir gehen uns jetzt in die Statistiken reinschauen und sehen da, alle meine Plänklerinnen haben mindestens 100 Kills gemacht, was echt, das ist eine Ansage. 3 von denen haben fast, oder haben 200 Kills gemacht, dass ich im Schnitt von den 3 Truppen, die länger gelebt haben, wirklich 200 Kills gemacht habe. Und der Trupp, der nicht so lange gelebt hat, hat wirklich trotzdem noch ordentlich gekillt gehabt. Wirklich echt bitter. Und da war es egal, wie gut meine Hopliten auch waren, denn grundsätzlich waren alle meine Hopliten besser als seine ganzen Nahkampfinfanteristen, bis auf seinen General. Alles in allem, schön mal wieder eine Schlacht mit den Spartanern zu schlagen. Ich hoffe, euch hat die Online-Schlacht heute gefallen und falls ihr Interesse an mehr habt, dann schaut doch mal vorbei auf meinem Kanal. Immer montags bis Donnerstag 16 Uhr kommen neue Online-Schlachten und falls ihr was Neues dazu lernen wollt, dann kann ich euch nur meine Nations Guides empfehlen, die immer samstags und sonntags um 16 Uhr kommen und da könnt ihr auch mal ruhig jetzt draufklicken, die sind immerhin in der Endcard vertreten. Ich würde mich auch selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen hat, damit ich weiß, was euch gefällt. Kommentare sind mir wichtig, denn ich möchte meine Videos verbessern, das geht nur, wenn ihr mir sagt, was euch nicht gefällt, also rein damit. Und Livestreams auf Twitch mache ich auch immer montags um 19.30 Uhr. Total War Arena oder auch andere Total War Teile. Also mal reinschauen, dann können wir zusammen ein bisschen daddeln. Facebook und Twitter habe ich auch. Und die NSA schaut da gelegentlich rein, um mein Privatleben ein bisschen abzuchecken. Das könnt ihr auch tun, also sehen wir uns vielleicht da. Ciao, bis zum nächsten Mal.